Ja, ich bin der Bernd Drücke vom Freundeskreis Paul Wulff. Wir engagieren uns halt für den Nachlass von Paul Wulff. Und Paul Wulff war ein Münsteraner Antifaschist. Er war aber auch ein Aktivist in der Antifa-Szene in der Münsteraner Linken. Und wenn er heute da wäre, dann wäre er am 8. August 2017 um 17 Uhr sicherlich an der Stadthalle Münster dabei und würde gegen die AfD demonstrieren. Die AfD, das ist eine rassistische Partei, das ist eine Partei mit einem nationalsozialistischen Flügel um Björn Höcke. Und wir müssen natürlich alles tun, damit diese Partei hier in Münster keinen Fuß fassen kann. Und dazu beitragen tun natürlich solche Aktionen wie jetzt am 8. August um 17 Uhr an der Stadthalle Hiltrup, wo die AfD eine Wahlkampfveranstaltung macht. Und ich hoffe, dass es uns gelingt, wieder möglichst viele Leute zu mobilisieren, die sich dieser rassistischen Partei entgegenstellen und die klar machen, wir haben keinen Bock hier in Münster und im Münsterland auf Faschisten, wir haben keinen Bock auf eine rechtsextreme Partei. Und rechtspopulistisch wird die AfD bezeichnet, sie ist aber tatsächlich rechtsnationalistisch und sie ist eine Partei, die in gewisser Weise auch in der Tradition der NSDAP zu verstehen ist. Viele NPD-Mitglieder sind heute Mitglieder der AfD und dieses faschistische, rassistische Gedankengut findet sich in dieser Partei, die ja im Grunde Neoliberalismus propagiert und ja, menschenfeindliches Denken verbreiten will gegen Flüchtlinge und gegen Menschen, die anders sind. Wie Paul Wulff auch eben anders war und deshalb wäre Paul sicherlich dabei gewesen und ich hoffe, viele von denen, die sich das jetzt hier angucken, kommen auch am 8. August um 17 Uhr nach Hiltrup zur Stadthalle und demonstrieren dann mit uns gemeinsam gegen die AfD.